Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Rossmann-Haul und ein Unboxing für dich, denn ich habe die Hypoallergenic Makeup for bla 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 die Box bestellt, die Surprise-Box. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, man konnte die online bestellen und die war halt krass reduziert. Irgendwie soll die einen Wert von ungefähr 65, 70 Euro haben und die hatte dann nur noch 24 Euro gekostet. Ich habe mir die dann bestellt und ich weiß gar nicht, wie viele von euch wundervollerweise mir dieses, das als Screenshot zugeschickt haben. Mir gesagt haben, hey Claudi, guck mal, da gibt es wieder eine Surprise-Box. Ich stehe drauf, denn Rossmann bietet sowas immer mal wieder an und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Elefanten aus dem Raum und öffnen zuallererst mal die Box. Ne? Denn ich habe noch ein bisschen was anderes gekauft. Das können wir uns nachher mal in Ruhe anschauen, denn es gab halt auch so schöne Aktionen, dass du Hoodies mit dabei gekriegt hast. Und ja, dann schauen wir mal. Also das ist eine relativ kleine Box, wenn man sonst so bedenkt, wie groß zum Beispiel die Love Box war, die Catrice oder Essence Box. Also die waren auch wirklich sehr umfangreich. Hypoallergenic Bell mag ich, oder Bell Hypoallergenic mag ich sehr gerne. Das ist sehr verträgliche Kosmetik. Und so kommt das Ganze dann bei einem an. Da hat man dann einmal hier so ein Heftchen mit dabei. Das ist neu, das haben wir zum Beispiel von den anderen Marken nie gehabt. Und Leute, hier ist der Blick in die Box, ne? Das nenne ich mal prall gefüllt. Das ist schon krass. Da bin ich ja echt mal gespannt. Doch, also das Heftchen ist halt einfach wahrscheinlich mal eine Produktübersicht oder so. Oder sind die hier auf jedes einzelne Produkt eingegangen? Dann, wow. Also offensichtlich. Steht das hier mit Preisen drin? Nee, aber es ist hier wirklich genau die Produkte beschrieben mit Inhaltsstoffen und allem Rampampan. Anwendungshinweise, also das muss ich jetzt gerade echt mal lobend erwähnen. Das finde ich cool. Okay, ich denke, das ein oder andere Produkt werde ich davon schon haben. Das heißt, das wird dann demnächst mal in eine Verlosung wandern. Ne? Ja, da mache ich ja so individuell zusammengestellte Beauty-Pakete für euch fertig. Und wenn jemand halt gerade genau so ein Produkt sich wünscht oder wenn man halt drüber geschrieben hat und so ein bisschen herausgefunden hat, worauf die Person so steht, kann es tatsächlich sein, dass das ein oder andere Produkt dann dort auch landet in der Verlosungsbox. Okay, ich beginne hier mit einer Mascara. Das ist die Long & Volume Mascara und ja, die schaut so aus. Also, das ist mal ordentlich. Ich war übrigens ja auch sehr begeistert von dem Adventskalender, den Hypoallergenic Bell rausgebracht hat. Ne? Das hier ist so eine, ja, alt-rosa Farbe von einem Nagellack. Ich weiß gar nicht, welche atmungsaktiver Dauerlack. Die Nummer 01 ist das. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Also relativ nude, schlicht. Ne? Ich persönlich mag es gern bunt und abwechslungsreich. Hier haben wir tatsächlich Illuminating Beautifying Cooling, ein Primer drin. Richtig toll. Ich mag die Primer von der Marke gerne. Ich müsste sogar zwei oder drei schon da haben. Ich werde das jetzt nicht alles swatchen, weil ich muss erst gleich durch meine Sammlung durchgehen und gucken, was davon ich tatsächlich schon habe und so, weil dann wäre es blöd, wenn ich das jetzt swatche. Ne? Ich stehe auch aktuell immer mehr auf diese Illuminating Sticks. Ich habe hier auch auf meinem Tisch, also habe ich heute auch drauf gemacht, ne, in meiner Daily Routine Schminkbox, so ein Alverde Creme, upsala, Creme Highlighter, das ist dieser hier, so ein Pöttchen, und das hat schon eine signifikante Kuhle drin. Also ich glaube, das ist echt mal auch so ein Produkt, was ich dann irgendwann mal aufbrauchen werde. Finde ich saugeil. Hier haben wir auch einen drin in der Farbe, die durchaus tragbar ist. Die Nummer 1 ist es auch. Keine Ahnung. Scheint so ein Champagner-Rosa zu sein. Ganz, ganz tolle Farbe, muss ich sagen. Okay, das hier waren jetzt schon mal vier Produkte. Diesen Blush habe ich bestimmt da. Also zu 99% gehe ich davon aus, dass ich den schon habe. Denn ich habe letztens hier noch meine Make-up-Sammlung so ein bisschen umsortiert. Und ich meine den auch... Oder hier habe ich den eigentlich drin. Ja, ich habe den sogar in der gleichen Farbe, oder? Nee, das ist die Farbe 1. Ich habe die Farbe 2. Okay, und zwar ist das der Fresh Blush. Und das ist auch so ein schönes, frisches Tönchen. Ne? Perfekt für den Frühling. Also Leute, ich glaube, wenn ich mir das auch so angucke, dass die Box wirklich empfehlenswert ist, ne? Dass man sie sich mal anschauen kann, wenn man mit der Marke ein bisschen warm werden möchte, dann auch die Farbe 01, nie. French Nail Enamel, kann man sich aber bestimmt auch komplett auf die Fingernägel drauf machen. Sieht mir so ein bisschen auch nach einem Ballet Slippers Tönchen aus, vielleicht ein bisschen mehr Deckkraft. Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren und ich mag auch gerne dieses Glasfläschchen, dieses Eckige, mag ich gerne leiden, das ist voll mein...
Steel Border, unten geht es noch weiter. Krass. In der Farbe 005 Raspberry ein Melting Moisture Lipstick. Intense Shine Ultra Moisturizing Light Texture. Also der soll sehr scheinend sein, eine leichte Textur haben und ja, so schmelzend sein. Das müsste so ein länglicher sein. Da dürfte ich auch den einen oder anderen, ja, sehe ich auch da hinten, von haben. Ganz, ganz, ganz schön. Also die sind auch so schmal von der Mine her und lassen sich deswegen halt auch super toll auftragen, ohne dass man Lip Liner braucht. Also das ist schon mal nice. Dann habe ich hier drin, ich dachte, das wäre das gleiche. Nö. Fuchsia Long Wear Lip Pencil Perfect Contour. Also das scheint hier dann ein Lip Liner zu sein, der dann passend zu dem Lippenstift kommt. Ich weiß gerade echt nicht, warum meine Kamera nicht gerne scharf stellen möchte, aber jetzt kriegt sie es so ein bisschen hin. Geil, weil das eine ist Fuchsia, das andere ist dann hier so ein... Das könnte echt gut passen, ne? Da hat jemand auch nachgedacht, als er die Box gepackt hat. Nicht schlecht. Sehr umfangreich auch vor allem, ne? Dann haben wir ein Super Nude Gloss. Geil. Farbe ist hier die 04. Und das ist so ein schönes... Hellschokobraun. Mit einem leichten Rotstich vielleicht. Finde ich auch nice. Also... Ich bin da schon geflasht von. Die habe ich selber schon da. Das ist die Nude Eyeshadow Palette. Satin Cream. Ist hier noch in so einer Umverpackung drin. Die lasse ich auch mal drum zu. Und das sind so schöne, erdige Waldtöne. Also die Farben mag ich gerne. Du hast hier ein dunkelgrün mit dabei. Dann hier so ein Schokoladenbraun. Dann dunkelbraun. Ein Champagner. Ein bisschen dunkler als Champagner. Kommt in der Kamera auch ein bisschen dunkler rüber, als es ist. Also es ist schon eine richtig tolle Alltagspalette und eine tolle Kombi, ne? Also, einen haben wir hier noch. Und dann haben wir die Box, glaube ich, leer gemacht, genau. Und zwar ist das hier der Deep Black Eyeliner Pen. Hypoallergener Eyeliner mit starker Deckkraft. Also, ich glaube, wir können uns wirklich nicht über den Inhalt der Box beschweren. Und das für 24 Euro, 25 Euro ist schon krass, muss ich wirklich sagen. Wenn man bedenkt, was wir sonst so ab und an mal in diesen Surprise-Boxen drin haben und dass da wirklich auch manchmal Farben drin sind, die wirklich, wirklich, wirklich nicht so tragbar sind. Also die kann ich euch wärmstens empfehlen. Das möchte ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen. Das ist eine interessante Marke, wo man mal vorbeischauen kann und doch. Jetzt, wo ich das auch so sehe, finde ich schon geil. Also, wir haben hier einen Primer drin, wir haben Blush drin, wir haben eine Lidschattenpalette drin, wir haben Highlighter drin, wir haben eine Mascara, einen Eyeliner, Nagellacke, ein paar Lippenprodukte, die aber nicht exorbitant inflationär da reingepackt worden sind, sondern schon so ausgeglichen, dass du halt von jeder Textur so ein bisschen was hast, aber auch nicht fünf verschiedene Lippenstifte reinpackst, um quasi die Anzahl der Produkte zu steigern, künstlich, sage ich jetzt mal. Also, da bin ich gerade sehr begeistert von. Dankeschön für eure Weiterempfehlung. So, ja, und jetzt kommen wir mal zu den Produkten, wo es was für Umme mit dabei gab. Das war einmal Luvia. Da habe ich mir drei Produkte gekauft, die mich sowieso schon mal interessiert haben. Eins davon müsste ich auch schon gehabt haben und da gab es diese kleinen Schwämmchen mit dabei. Ich muss gestehen, zwei Sachen muss ich gestehen. Zuallererst muss ich gestehen, dass ich dachte, dass die größer wären, als ich das halt auf der Homepage gesehen habe, aber ich glaube auch, dass da irgendwas mit Augenschwämmchen beistand. Zum anderen muss ich gestehen, dadurch, dass ich ja auch Eis.de-Kundin bin, siehe Eis.de-Adventskalender, Leute, kam mir die Verpackung, als ich das eben so in der Kiste, also es ist eine Rossmann-Online-Bestellung gewesen, ne, ein bisschen merkwürdig vor, als dieses letzte Produkt unten noch drin lag. Und ich dachte erst, was haben die mir da aus Versehen reingepackt oder was ist das für ein merkwürdiges Goodie? Denn ja, ne, die Verpackung ist halt wirklich fancy, um das mal so zu sagen. Genau, also das sind die beiden Augenschwämmchen, die man dann für Oma mit dabei gekriegt hat. Also ich muss gestehen, ich bin eigentlich nicht so ein Ultra-Fan von diesen Augenschwämmchen. Ne, ich hatte mal welche von Real Techniques, die fand ich eher öde. Ich habe aber bei der lieben Moldavid jetzt schon öfters gesehen, dass sie welche verwendet hat und sie schwärmt immer so davon. Und da habe ich mir jetzt gedacht, als ich sie eben gesehen habe, ich dachte erst, dass die größer wären, aber jetzt gerade habe ich mir gedacht, vor einer halben Stunde, okay, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich mache das in letzter Zeit sehr, sehr gerne, dass ich mit dem Pinsel meinen Concealer einarbeite, weil ich das einfach schöner finde und mehr drankomme. Mit einem normalen Schwämmchen, finde ich, arbeitet man sehr, sehr grobmotorisch. Wenn ich jetzt aber so ein kleines, süßes, niedliches Schwämmchen habe, denke ich, dass ich da wirklich auch perfekt mit arbeiten kann. Muss man natürlich anfeuchten, dann wird es ein bisschen größer werden. Aber das finde ich ist schon eine nice Geschichte, ne? Sammy sitzt hier schon. Nee, Mausi, du kriegst kein Schwämmchen ab hier. Das kannst du knicken, Maus.
Okay, was ich mir gekauft habe, ist zum einen der Eyeshadow Primer gewesen. Ich plane, also ich bin ja aktuell sowieso in meiner Full Face Only Using One Brand Reihe drin, wo ich immer mal wieder neue Marken auch mit euch ausprobiere oder wie auch immer. Oder wenn ich Sachen halt einfach schon zu Hause habe und mir fehlen noch ein, zwei Sachen, dann hole ich mir die halt, um das Full Face abzuschließen. Aber ich bin aktuell echt vollkommen into it, dass ich da extrem drauf stehe und mich spricht immer mehr die Marke Lovia auch an. Und die bringen auch immer mehr Produkte raus. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn die jetzt schon nach und nach auch neue Produkte rausbringen, wie zum Beispiel hier den Lidschattenprimer, dann hole ich mir die und vielleicht bringen die irgendwann dann auch Foundations oder sonst irgendwas raus. Und dann kann ich wirklich mal ein Fullface mit dieser Marke schminken. Mal gucken. Das Herzstück der ganzen Geschichte ist natürlich ja von Maxime Giacomo. Seine erste Kooperationspalette gewesen, die Highlighter-Palette. Wundervoll. Und ja, das ist ein Eyeshadow-Primer, der ist langanhaltend. Und ich werde den auch mal ausprobieren in Kombination mit der Secret of Amira Palette, die ich ja habe, die ich richtig geil finde. Eine meiner allerersten Lidschattenpaletten aus meiner Sammlung. Und die ist einfach geil, ne? Die hat halt Nude-Töne mit dabei und dann ein, zwei Pop of Colors mit drin. Finde ich herrlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es den jetzt in unterschiedlichen Farben gab. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gab halt wirklich die eine. Also die Verpackung ist schon mal traumhaft schön. Ich mag dieses leicht orientalische, was man ja gefühlt überall auf den Produkten sieht. Ja, jetzt habe ich hier noch einen Lippenstift-Swatch daneben. Egal. Okay, der ist auch relativ farblos. Also den habe ich jetzt hier drauf. Ja, der wird auch keine große Farbabgabe haben. Fühlt sich recht flüssig an. Mit so einem Füßchen-Applikator kommt der drauf. Hat so keinen Duft. Das finde ich gut. Gleich bei einem anderen Produkt bin ich ein bisschen skeptisch. Denn die hatte ich, glaube ich, schon mal und die habe ich aussortiert wegen dem Duft. Aber mittlerweile bin ich auch nicht mehr so ultra empfindlich, muss ich gestehen. So, kommen wir einfach mal zu dem Produkt, bevor ich das andere aufmache. Und zwar ist das die Prime Contour Palette Essential Contouring Shades Volume 1. Das ist diese hier. Die kommen ja immer so super schön verpackt an. Ne? Also eine riesengroße Umverpackung. Die braucht man so nicht. Also man nimmt halt den Schuber dann so zur Seite, hat dann hier so ein mega die Erklärung, wie man das anwenden kann. Jetzt habe ich da meinen Finger schon reingebrockelt, ne? Und dann hat man hier richtig Schaumstoff außen drum zu und hier dann die schöne Palette, die so seidenmatt ist. Das ist schon hübsch, ne? Also die Produktpräsentation ist schon ein Hit und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist es auch vollkommen legitim. Ja, auch hier hat Maxime ja auch enorm immer von geschwärmt. Also schön ist sie. Das können wir nicht anders sagen. Und hier hat auch jeder irgendwie seine Farbe, was Bronzer oder Contouring-Töne angeht. Hier ist auch ein Highlighter mit dabei, da muss ich mal gucken. Aber ich glaube, der wird in keinster Art und Weise gegen die Highlighter von Maxime anstinken können. Sammy wuselt sich hier dran vorbei. Dann haben wir hier ganz klassische Puder auch mit drin. Zwei, wo ich finde, die sind sehr, sehr ähnlich. Dann aber ein so ein Bananenpuder. Und hier in vier verschiedenen Shades dann die Contouring bzw. Bronzer. Ist schon nice, ne? Die riecht aber auch nicht so. Habe ich jetzt meine Nase angebronzt? Nee, ich dachte immer, dann war das die Blush and Highlighter Palette oder so. Weiß ich nicht. Finde ich sehr interessant, dass die jetzt gerade überhaupt keinen Duft hat. Oder ich hatte eine Montagsproduktion, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall sehr künstlich und hat mir echt, wenn ich die benutzt habe im Raum, hat mir das im Rachen wie getan. Aber jetzt habe ich sie und jetzt wird sie ausgetestet. Dann habe ich jetzt hier noch etwas ganz Neues von Lovia. Und zwar ist es die neue Mascara. Also so super neu ist sie nicht. Ich habe die jetzt schon das ein oder andere Mal im Rossmann Online-Shop auch gesehen, muss ich gestehen. Und auch tatsächlich in der Werbung. Die ist mit Panthenol und Provitamin B5. So sieht es aus, so holographische Schrift auf matt schwarzem Hintergrund ist schon hübsch. Das können sie definitiv. Und auch die muss ich mir mal eben aufschneiden. Jetzt habe ich so artig eben meine Schere weggepackt und brauche sie dann doch wieder. Und ja, also Lovia ist jetzt ja auch keine riesengroße Marke. Ich glaube, die kommen auch wirklich aus Deutschland. Und das ist dann für mich halt auch vollkommen okay. Ne? Dann warte ich halt immer, bis nach und nach mehr Produkte rauskommen, teste das auch gerne immer weiter. Und irgendwann habe ich ein Fullface zusammen. Beschwere ich mich nicht. Und ja, wie gesagt, eine Mascara. Ja, die sieht jetzt von der Verpackung her, ne? Da jetzt so die Holo-Schrift drauf, ne? Und dann, also genauso wie die Umverpackung, die Mascara, ich hätte es hart gefeiert, aber ich glaube, das ist sackenteuer. Die soll den ganzen Tag halten, die soll wasserfest sein, eine extreme Länge geben und doppelte Density ist ja quasi die, Volumen ist es dann ja quasi, ne? Von den Wimpern, das ist die doppelte.
Schwungkraft gibt oder so, heißt das dann? Ich weiß es nicht. Können wir uns ja mal das ein bisschen angucken. Also, das ist ganz schön viel, was du versprichst. Das ist ein Gummibürstchen. Das sieht schon sehr anders als andere Mascaren aus, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich mag das. Also, das sieht angenehm aus. Also, es wird auf jeden Fall die Wimpern trennen bei Gummibürstchen. Die hat so auch keinen wirklichen Duft. Ist cool. Die wird ausgetestet. Das mag ich. So, das waren jetzt die Luvia-Produkte. Und jetzt komme ich zu Physicians Formula. Die hatten nämlich auch eine Aktion, dass man diese Palette gratis mit dabei bekommt. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal für mich hatte. Ich glaube, die habe ich gekauft und in einen Adventskalender gegeben zum Verschenken. Das Ding bei dieser Palette ist, dass die noch komplett zugeklebt ist. Nein, also der hat hier einmal den Butter Bronzer mit drin, den ich ja schon habe in groß und den ich sehr gerne mag. Der Highlighter ist rausgebrochen. Oh nein. Das ist aber blöd. Guck mal, da. Der bewegt sich. Flupp. Der ist ganz lose da drin. Und ich glaube, das Problem hatten sau viele, wenn ich das mal so reflektiv sagen darf. Ja gut, die Palette wird dann auf jeden Fall bei mir bleiben, weil kaputte Produkte gebe ich nicht weiter. Und weil es ein Goodie war, werde ich es jetzt auch nicht reklamieren, wenn ich ehrlich bin. Hier haben wir auch den Butter Blush drin. Da muss ich wirklich schauen. Der soll ya eigentlich sogar ein Dupe zu dem NARS Orgasm sein. Als ich den das letzte Mal hatte, hatte ich den irgendwie in heller, nicht in der Farbe. Das ist Beachy Peach. Mhm. Muss ich mal ausprobieren. Und ja, wie gesagt, dann halt so ein Highlighter. Der aber sehr glitzerig ist, der ist sehr, sehr lose hier drin. Ich weiß gar nicht, wie ich den festkriegen soll. Das Fännchen oder das Produkt ist halt einfach kleiner als das Fännchen, ne? Das ist ja richtig Luft. Muss ich mal gucken. Vielleicht lässt sich das irgendwie ankleben oder so. Schade, tatsächlich. Aber gut. Ja, war halt für Oma mit dabei. Ist okay. Das wollte ich mir schon länger mal holen. Und zwar ist es von Physicians Formula das Rosé All Stay. Das ist das Illuminating Setting Spray. Shake Me steht da drauf. 100 ml sind hier drin. Ich hatte aber gedacht, um ehrlich zu sein, dass es aus Glas wäre. Das ist aus Plastik. Und hier unten sind richtig krass die Glitzerpigmente drin. Dann, oh, ist da eine Kugel drin? Das ist cool. Dann schüttelt man das. Ja, man muss ein bisschen mehr schütteln, weil hier ist es halt richtig krass abgesetzt. Voll schade. Also da muss ich vielleicht sogar mit einem Löffel mal reinrühren oder so. Ja, löst sich nicht so wirklich auf, aber das soll dann halt wirklich ein illuminisierendes Setting Spray sein. Und das finde ich cool. Sowas finde ich immer klasse. Oh, und wenn sich diese Glitzerkügelchen auflösen, hat man so einen leichten Dust auch da mit drin, so einen gleichen Nebel. Das finde ich schön. Und die Rosenreihe ist sowieso voll mein Ding. Mag ich gerne. Ich bin ja eine Rosenlady. Okay, so. Jetzt kommen wir noch zu einer weiteren dekorativen Kosmetikgeschichte und danach ein bisschen Haushalt. Revolution Conceal and Glow, die Illuminating Foundation in der Farbe F3 habe ich mir die bestellt, weil ich bei den Swatches online mir gedacht habe, dass das am besten bei mir passen könnte. Muss ich mal, ja, ich denke schon, dass es passen wird. Muss ich mal schauen, die soll ja eine super krasse Deckkraft haben, bin ich sehr gespannt drauf. Ich mochte die Conceal and Define nicht so gerne, weil die mir zu trocken war. Und die Conceal and Hydrate mochte ich auch nicht so gerne, weil die mir auch zu trocken war. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was die Conceal and Glow Foundation zu bieten hat. Jo, muss einfach mal ausgetestet werden. Verpackungsdesign ist schön, wir haben eine Glasflasche und jo, ist auf jeden Fall eine nice Kiste. Muss ausprobiert werden. So, jetzt kommen wir zu vier Haushaltsprodukten, die ich hier noch zu stehen habe. Die habe ich halt mitbestellt, weil wir die gebraucht haben. Ich war letztens bei uns in der Vorratskammer und ich habe mir echt gedacht, was zur Hölle? Ich hatte letztens erst Einweghandschuhe bestellt und zwar zwei verschiedene. Einmal welche, die halt wirklich sehr, sehr dünn sind und die man dann vielleicht für mal eben schnell irgendwas Unangenehmes wegmachen nimmt, von Sammy zum Beispiel. Und dann hatte ich halt auch so ganz normale Nitrilhandschuhe. Und die Nitrilhandschuhe waren schon leer. Ich sage, Schatz, was hast du denn da angestellt? Ja, ich benutze die halt relativ häufig. Jetzt habe ich neue nachbestellt und zwar Facel Diskret Einmalhandschuhe aus Nitril. Wir haben die gleiche Größe, mein Freund und ich. Also ich habe für eine Frau sehr große Hände und er für einen Mann normale. Die Größe M Weiß habe ich bestellt für den täglichen Gebrauch im Bereich Medizin und Pflege. Ja, 100% frei von Latexprotein. Okay, puderfrei für Latexallergiker geeignet. Okay, reißfest, rutschfest und besonders elastisch, 100 Stück. Läuft. Ne? Also ich glaube, ich habe die einfach mitgenommen, weil die am günstigsten waren. Wir brauchen sowas halt, ne? Offensichtlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die so inflationär brauchen, aber
Offensichtlich schon. Ebenfalls etwas, was ich gesehen habe, was wir brauchen, sind Backpapierzuschnitte. Ich bin eine faule Socke. Ich mag es nicht, wenn das auf Rolle ist. Ich möchte halt Zuschnitte haben. Das heißt, ich nehme einfach das Blatt runter, lege das auf das Blech und fertig. Denn immer, wenn ich halt das ganz normale Backpapier nehme und versuche, das zuzuschneiden, hast du immer, oder ich reiß das oder so, ne? Kannst ja alle machen. Da sind ja auch immer extra so Abreißviecher mit bei. Nee, das funktioniert bei mir einfach nicht. Das sieht einfach nicht mehr ansehnlich aus. Deswegen Backpapierzuschnitte, das ist Idioten- und Claudi-sicher. Also in dem Sinne ja Idioten-sicher. Auf jeden Fall ist das ein Backpapier. Ab und dann isst man sich auch mal eine DK-Pizza oder macht sich Pommes oder sonst irgendwas. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich mir noch zu guter Letzt zweimal Mandelmilch bestellt. Die mag ich eigentlich ganz gerne, beziehungsweise die wollte ich noch einmal testen, ob ich die wirklich noch mag. Ich glaube, das war nämlich eine, die geklumpt hat im Kaffee. Aber mittlerweile trinke ich ja Mandelmilch nicht nur im Kaffee, sondern halt auch generell. Wenn ich mir zum Beispiel meine goldene Milch mache oder wenn ich einfach mir das ins Müsli mache oder so, da ist mir das pups egal. Ne? Und deswegen ist das hier die Mandelmilch, der Mandeldrink ungesüßt mit 7% Mandeln. Das ist nämlich relativ gut von der Anzahl. Wenn man bei Amazon guckt, haben die teilweise nur 1% Mandeln. Das ist echt wenig. Ohne Stabilisatoren und das ist Bio und so. Und das ist halt total ansprechend. Ne? Und allein deswegen fand ich es cool und habe das mitgenommen. Und dann habe ich noch mitgenommen, weil ich das so gerne mag. Und vor allem im Kaffee finde ich das in letzter Zeit so geil. Von Provamil Mandel ohne Zucker, aber mit einem Hauch von Vanille. Ich weiß nicht, wie viel Mandel ist hier drin. 3,7%. Guck, das ist ganz schön wenig. Und die 7% in Alnatura ist ganz schön viel. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen die so eher klumpt im Kaffee, wegen dem hohen Mandelanteil. Möglich. Vom Geschmack her mag ich so oder so Mandelmilch richtig gerne. Für mich ist halt wirklich immer ausschlaggebend, wie sich das so auflösetechnisch in meinen Getränken, beziehungsweise Kaffee ist ja doch irgendwie auch ein Getränk, ne, verhält. So, ihr Lieben. Das war jetzt mein Rossmann-Haul und ihr habt gesehen, was so neu bei mir eingezogen ist. Es ist hauptsächlich dekorative Kosmetik jetzt ausnahmsweise mal gewesen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!